Man muss aber auch dazu sagen, so sieht es nur in der Nebensaison aus. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Wir sind in Italien. Wir sind auch schon eine Woche in Italien. Wir hatten zu Hause schon gevloggt, aber irgendwie haben wir dann nicht mehr gevloggt, weil dann sind wir losgefahren und dann war irgendwie an nichts anderes mehr zu denken als an Urlaub und Entspannung. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir machen einfach hier jetzt einmal einen kleinen Urlaubsvlog und zeigen euch, wie schön wir es hier haben seit einer guten Woche. Also das hier ist unser Platz. Hier stehen noch die Reste vom Abend. Hier haben wir gestern nämlich gegrillt. Ein Boot. Hast du ein Boot? Ja. Ja? Hast du das gekriegt? Ja. Ja? Ja, genau. Das gab es nämlich hier direkt am Anfang. Und was wir uns auch geholt haben, ist diese Plane hier. Wir haben ja eigentlich nur diesen Mini-Teppich. Und dadurch, dass hier alles so Sand-Dreckplatz ist, war das schrecklich. Und deshalb haben wir im Supermarkt uns so eine Plane geholt. Normal gibt es so Campingteppiche, aber den haben wir nirgends gefunden. Aber die Plane tut es jetzt auf jeden Fall hier auch mal. Ja, und wenn man dann hier jetzt rausschaut, zack, 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 sind wir direkt am Meer eigentlich. Wir stehen direkt erste Reihe. Wenn man hier rausguckt, so, gehen wir hier durch so ein Löchle durch, zack, dann sieht man direkt das Meer mit dem wunderschönen Strand. Und heute ist wieder so ein bisschen wellig, hört man wahrscheinlich auch. Ja, und mittlerweile stehen wir fast alleine, nee, nicht ganz alleine, aber es sind auf jeden Fall viel weniger Leute hier als noch vor einer Woche. Und Marie schmiert sich. Warum schmierst du dich? Ich reibe mir die Brust ein, weil ich seit ein paar Tagen so einen richtig fiesen Husten habe, der mich morgens und abends meine Lunge aus dem Leib husten lässt. Und die letzten Tage auch mittags. Also ich merke aber, wie es jetzt so ganz langsam besser wird. Unsere Reiseapotheke ist auf Husten so mäßig ausgelegt. Ja. Jeden Urlaub lernt man was Neues. Ich habe jetzt hier aber so Mandelöl und einfach so ein bisschen von diesem Air gemischt. Also was so ein ätherisches Öl eben einfach ist, eine Mischung. Und damit schmier ich mich ein. Und ich habe es schon wieder ganz vergessen. Marie hat mich gerade darauf aufmerksam. Oh Gott, der kann ja den ganzen Tisch hochheben, das ist ja betoniert. Hier hat es relativ viele Moskitos. Und hier gibt es aber auch so gute Zitronella-Kerzen. Die haben aber echt so eine richtig große Flamme, ist eher ein Feuer. Und die dauern auch eine Weile, bis die ausgepustet sind. Und dann habe ich ordentlich kräftig gepustet, nachdem es halt lange nicht ausging. Ja, und jetzt ist hier überall Wachs. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das abgekratzt kriegen. Wir haben heute hier auch die gleichen Pullis wieder an aus unserer Malerkollektion. Das ist einfach so süß. Man wird auch immer wieder angesprochen, weil es halt andere auch so süß finden mit diesen Sweatern. Jag ihn! Jag den Moskito! Ich hab's verloren! Der hat uns heute Nacht richtig geplagt wieder. Wo ist der Fritzi? Hinten? Ich hab schon gesagt, da kommt mein Tennistrainer richtig gut zur Geltung, wenn ich mit der Rückhand die Moskitos schnapp. Alter, wir wurden so verstochen. Unser Kind sah aus, als hätte es eine gefährliche Hautkrankheit. Weil einfach das halbe Gesicht angeschwollen war und so richtig dicke Dinger. Deswegen, wir sind gnadenlos, was die Stechviecher angeht. Aber heute Nacht war auf jeden Fall schon viel besser. Wir haben in manchen Nächten echt so 10 Stück in unserem Camper erlebt. Ah, das ist nochmal ein ordentlicher dicker Batzen hier. Dafür bräuchte man diesen Hut, den man so auf so ein Doch drauf macht. Meine Oma hat früher sowas gehabt. So ein Metall-Fingerhut quasi, ein bisschen größer, an so einem Stab dran. Dann kann man das so draufsetzen und dann erstickt man quasi die Flamme. Das wäre gut gewesen. So ist die Lage hier drin. Also man muss sich auf jeden Fall damit anfreunden, dass immer überall irgendwas rumliegt. Ich schaue, dass ich immer morgens schon mal das Bett mache, weil man das dann als Ablagefläche nutzen kann. Gerade in der Küche haben wir halt nicht ganz so viel freie Fläche. Zum Beispiel, wenn diese Flamme an ist, jetzt ist sie aus, dann muss man aber das Waschbecken hier natürlich hoch machen und dann fällt auch diese Fläche weg. Das heißt, es passiert auch ganz oft, dass wir so Sachen zum Kochen auf dem Bett ablegen und deswegen finde ich es immer ein bisschen besser, wenn es gemacht ist.
Und ja, viele Sachen lassen sich aber gar nicht vermeiden. Das hier Kleidungsstapel, das ist unsere Strandtasche, ein Rucksack, da hinten der Plastikmüll. Und hier auch viel Kleidung. Wir haben hier unsere Wäscheleine immer oben zwischen diesen Griffen gespannt. Das ist so eine elastische und hängen da eben so Kleidung vom Tag und sowas auf. Haben hier vorne auch noch diese Haken für die Tür eigentlich von zu Hause hängen. Need to be off again? Aha. Kann man auch mal noch Kleidung aufhängen. Unser Obstnetz hängt eigentlich an diesem Haken. Ist jetzt aber schon mehrere Male abgefallen. Das sind nämlich nur so Klebehaken. Also ja, die ganzen Orangen, die sind da definitiv zu schwer für. Ja, und hier sind unsere Snacks, also Kekse und so weiter, was wir jetzt irgendwie noch gekauft haben im Supermarkt, weil wir in unseren Schränken keinen Platz dafür haben. Deswegen sind die jetzt auf dem Kindersitz. Vielleicht habt ihr das jetzt gerade im Hintergrund schon bemerkt. Der Kindersitz, also ich kann dafür keine Empfehlung aussprechen, leider. Ich weiß nicht, ob das nur bei unserem so ist, aber das Polster geht ständig ab. Das passiert auch manchmal bei der Fahrt. Und dann ist ja hier der Kinderkopf und dann faltet sich da plötzlich so das Polster drauf. Das ist so ärgerlich. Wir haben sogar von, also das ist ein Britax-Sitz. Und wir haben von der Marke selber eben auch diesen Sommerbezug, diesen Anti-Schwitz-Bezug gekauft. Das ist genau für diesen Sitz, sollte man also meinen, dass das gut passt. Aber irgendwie spannt überall, geht ständig überall ab. Ja, und wie gesagt, hier oben sowieso. Und in dem Sitz, ich finde, der sitzt nicht ganz so gut in dem Sitz, tatsächlich. Ja, diese Kindersitzsache, ich finde, das ist ein sehr leidiges Thema. Je nachdem auch, was für ein Auto man hat, gibt es ja ganz viele Unterschiede. Und es macht wirklich Sinn, sich beraten zu lassen. Wir haben diesen Kindersitz spontan gekauft. Aber eigentlich wäre es sinnvoll, verschiedene Modelle einzubauen. Die hatten da halt nur, glaube ich, zwei unterschiedliche Modelle. Und dann haben wir uns halt für eins entschieden und das mitgenommen. Rückblickend ein bisschen dumm. Es würde wirklich Sinn machen, dann da nochmal mehr Modelle anzugucken. Keine Ahnung. Weil hier jetzt im Camper, das ist halt, also diese Sitzbank, das sind 90 Grad eigentlich. Und entsprechend aufrecht sitzen die Kinder auch. Den kann man noch so ganz leicht verstellen. Aber das ist jetzt die Liegeposition. Sieht nicht so sehr liegend aus. Und ich habe so das Gefühl, dass er manchmal so, dass er so keinen Bock mehr hat zu sitzen und dann alles wehtut. Man kennt das ja von sich selber auch, aber dann wechselt man selber halt einfach so ein bisschen die Position auf dem Autositz und in so einem Kindersitz geht es nicht. Und mir fällt es halt einfach im Kontrast zu unserem anderen Kindersitz auf, den wir im anderen Auto zu Hause haben, da ist das halt nicht so. Da ist aber auch die Sitzbank natürlich ganz anders von der Neigung her. Ja, also keine Ahnung, falls irgendjemand von euch so einen Van hat, und eben auch so eine Campingrückbank und da eine gute Kindersitzempfehlung. Wir sind um jeden Tipp dankbar. Der ist es irgendwie nicht. Und so sieht es hier aus, wenn man aus unserem Gang rauskommt, in dem wir unseren Camper geparkt haben. Zack! Und da geht's durchs Tor und dann ist man schon direkt am Strand. Richtig herrlich hier einfach. Süß, ihr zwei im Partnerlook. Ja, oder? Ja. Ich liebe die Pullis einfach. Dreirad muss auch immer mit. Ein gutes Beförderungsmittel gleichzeitig. Und einen Tee haben wir auch noch dabei, beziehungsweise Alex Kaffee. Und jetzt schaut euch einfach mal an, wie schön diese Bucht hier ist. Also das da hinten, das ist hier, oder nicht nur das da hinten, sondern alles, aber da guckt eben so Wald raus. Das ist alles Naturschutzgebiet. Wir sind hier in Apulien. Das ist so dieser kleine Zipfel am italienischen Stiefel. Und das ist einfach so schön hier. Das Meer sieht heute richtig wild aus, aber also verglichen auch so mit den letzten Tagen. Ich habe irgendwo auf dem Meer draußen hat es gestürmt. Und der Sand, wenn man es ein bisschen sieht, wie er fliegt, der ist einfach, der ist wie Puder. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so weichen Sand gespürt. Herrlich einfach, ja. Und da oben stehen wir. Man muss aber auch dazu sagen, so sieht es nur in der Nebensaison aus. Also jetzt ist ja schon der 2. Oktober. Es hat auch schon richtig viel zu, der Supermarkt ist zu und auch die meisten Campingplätze. Also es sind jetzt, glaube ich, in der ganzen Bucht nur noch 2 Stück offen. Unserer hat hier noch so ein paar liegen stehen, aber in der richtigen Hauptsaison, also wenn bei uns auch die Sommerferien sind und in Italien auch, dann ist hier alles voll mit Schirmchen. Also dann ist das auch zum Kiten hier nicht so der Burner, weil man dann ja nur in bestimmten Zonen und so weiter raus kann. Aber in der Nebensaison ein Traum. Und halt auch nicht ganz so heiß. Das ist auch ganz angenehm. Hallo! Hallo! Who are you saying hello to? Motorrad. To the motorbike?
What's in the back of the motorbike? Hootsie. Horsey? Yeah. And what have we got up here? Those two? Peeping over the fence? Deer and sheep. Deer and sheep? Ah. And what is the person on the motorbike wearing? A helmet. A helmet, you're right. Dieses Ding ist so praktisch. Ich hatte uns das für eine Zugfahrt vor einer Weile mal gekauft. Und es hat nur eine einzige Funktion, und zwar diesen Knopf, den man hier übersperren kann. Und damit löscht man einfach alles wieder. Und mit irgendeinem Gegenstand kann man da halt drauf zeichnen. Und der Hintergrund hat diesen Farbverlauf, sodass es immer so ein bisschen bunt ist. Das kommt bei uns richtig gut an. Das war auch gerade jetzt für die Autofahrt wieder der absolute Hit. Und ich muss halt immer irgendwelche Sachen zeichnen. Es ist eigentlich immer das Gleiche, und zwar ein Männchen auf einem Motorrad muss einen Helm anhaben, ein kleines Pferdchen muss hinten drauf sein. Außerdem zieht das Motorrad einen Fahrradanhänger, da sitzt unser Kind drin, und wir fahren in den Wildpark. Da ist ein Schaf und ein Hirsch. Ja, das ist immer wieder der gleiche Zeichenwunsch, und dann wird drüber gekritzelt. Na? Ich hatte eine gute Kite-Session. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hab, mit meiner Uhr habe ich es auch getrackt. Da sieht man dann nachher, wie ich so hin und her gefahren bin die ganze Zeit. Und jetzt sind wir ans andere Ende der Bucht gefahren, zu dem Capo Fiesta, nennt sich dieser Campingplatz hier. Der hat alles, also alles hat schon zu hier. Aber hier war ich, als ich ein halbes Jahr alt war, oder keine Ahnung, super klein. Ich habe zwar keine Erinnerungen mehr dran, aber es ist sehr schön auch hier. Als wir vor ein paar Tagen einmal kurz hier hoch sind morgens, da war hier das Wasser wirklich spiegelglatt. Heute sind hier auch leichte Wellen, aber immerhin durch diesen Felsvorsprung ist man halt vom Wind abgedeckt. Das heißt, es ist richtig angenehm hier. Hier haben wir jetzt unser Lager aufgeschlagen und beachen jetzt noch eine Runde. Heute Morgen geht es für uns nach Fieste. Das ist so der nächste Ort hier, mit dem Fahrrad ungefähr eine Viertelstunde von dem Campingplatz. Und zwar gehen wir da frühstücken. Da gibt es einen netten Frühstücksplatz, den hat Marie einfach mal auf Google gefunden. Da waren wir jetzt schon zweimal. Gehen jetzt noch einmal hin, weil es wirklich so schön ist da immer. Es ist so typisch italienisch. Das ist eine Pumpe. Oh ja, unsere Pumpe ist nämlich auch kaputt gegangen und wir hatten glücklicherweise noch eine Ersatzpumpe dabei. Wir haben ja mal eine stärkere Pumpe hier in den Camper eingebaut. Und irgendwie ist dann einmal eine kaputt gegangen, beziehungsweise wir haben gedacht, die ist kaputt gegangen, dabei ist nur die Sicherung kaputt gegangen. Und dann hatten wir halt eine übrig, weil wir direkt wieder einen bestellt hatten, weil wir gedacht haben, die ist kaputt, dabei war die Sicherung draußen. Und jetzt waren wir aber sehr froh, weil jetzt ist die Pumpe wirklich kaputt gegangen. Und jetzt hatten wir halt eine Ersatzpumpe dabei, was halt das Wasser im Camper weiterhin tut. Und was wir neu an unserem Fahrrad haben, ist hier so ein Kindersitz hier hinten. Das haben wir uns noch vor dem Urlaub geholt, weil wir halt nicht den großen Thule-Anhänger mitnehmen wollten, weil wir einfach zu wenig Platz hatten. Deshalb haben wir uns noch so einen Sitz geholt. Ist mega praktisch. Man kann halt viel wendiger nochmal fahren als immer mit diesem riesen Anhänger. Gerade auch, wenn man jetzt in eine kleine Stadt reinfährt oder so. Wir sind sehr happy und unser Sohn findet es auch sehr cool. Magst du schon rein? Ja. Ja? Soll ich dich hochnehmen? Ja. Ja? So, wir sind jetzt angekommen, aber leider nicht in dem Café, wo wir eigentlich immer hingehen. Das hatte nämlich zu. Jetzt sind wir zu einem anderen gegangen. Sieht aber auch ganz nett aus. Einziger Nachteil, die haben nur süße Sachen. Alex, willst du es hier? Hast du von deinem Zuckershop erzählt? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Jetzt hast du das letzte Mal tatsächlich zwei so Banger geholt. Zwei so süße Croissants. Ist dann durch den Supermarkt gelaufen. Also, ich bin irgendwie ganz... Mir ist jetzt schwummrig. Und so. Und ich so, ja klar, du hast einen Zuckerschock. Was? Ich weiß gar nicht, wie du nach einem noch Bock auf ein zweites haben konntest. Ich war so, ich brauche Wasser, ich brauche jetzt eine Pizza oder sowas. Das sind diese typischen italienischen Croissants, gefüllt mit irgendwelchen Sachen. Ich glaube, die heißen Cornetto oder so, meine ich. Vielleicht auch nicht. Und dazu noch einen Cappuccino. Das Coole ist, hier gibt es wirklich überall eigentlich Latte de Soja, also Soja. Milch. In Deutschland ist es nämlich oftmals so, da wird man in vielen Cafés noch so doof angeguckt, gerade an so Tankstellen oder sowas, und das wundert mich total hier in Italien. Jeder kleinen Pups-Tankstelle gibt es Sojamilch und Kaffee hier.
schmeckt halt einfach köstlich in Italien. Und jetzt ab an den Strand. So laufen wir davor. Nochmal zurück. Sandspielsachen vergessen. Und ich lieb's, wenn alles so nah aneinander ist, dann kann man auch ruhig nochmal kurz zurückgehen. Und so sieht's hier jetzt tagsüber aus. Herrlich. Da baut Alex schon unser Strandzelt auf. So starten einige unserer Morgende hier. Heute ist aber schon der vorletzte. Weil eigentlich war der Plan, dass wir morgen uns langsam wieder Richtung Heimweg machen. Da müssen wir uns mal noch einen finalen Plan machen, wie wir das jetzt machen wollen. Weil ich glaube, es sind 1400 Kilometer? 300? Ich glaube 1300 Kilometer. Das heißt, wir fahren jetzt natürlich nicht in einem Rutsch, sondern so ein bisschen etappenweise. Und damit man da entspannt zu Hause ankommt, muss man schon auch rechtzeitig losfahren. Auf jeden Fall. Wir haben hier unsere Shopping Bag dabei. Und der Zwerg sitzt im Rucksack. Und wir laufen zum Obst- und Gemüseladen. Das sind, was hatten wir jetzt neulich gesagt, wie viel waren es? Ein Kilometer, anderthalb? Ein Kilometer, ja. Knapper Kilometer. Da so am Strand einfach entlang. Und die halt auch noch offen. Also weil viele Sachen jetzt eben einfach außerhalb der Saison schon zu haben. Aber die gute Frau hat diese Woche noch offen und hat frisches Obst und Gemüse, ganz viel aus eigenem Anbau. Auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ich glaube, man kann auch Bier kaufen, Wasser, Nudeln, so diese Geschichten. Und aktuell hat sie für uns auch Brötchen gekauft. Sonst hat sie die eben auch immer regulär und jetzt aber nur so auf Bestellung. Und die holen wir uns jetzt ab. Das werde ich schon richtig vermissen. Also bei uns in Tübingen, der Gang zum Bäcker, das ist nicht das gleiche wie hier entlanglaufen. Barfuß im Pudersand. Und hier sind dann jetzt noch andere Campingplätze. Ich glaube, der hat auch noch offen. Ja. Terrassa sul Mare. Der daneben ist schon zu. Und ich meine, dass der danach auch noch offen hat. Und dann sind auch wieder viele zu und ich glaube, ganz da hinten ist auch noch mal einer, hatten wir jetzt gesehen, der auch noch offen hat. Und hier steht man eben wie auf so einer Terrasse. Auch irgendwie ganz nett, wenn man dann hier so schön aufs Meer gucken kann. Weil man bei uns ja eigentlich auch so in der Höhe steht. Nur ist es nicht so terrassig, sondern so natürlicher Sandhügel. Angekommen, so sieht es hier aus. Orto Frutta. Und das Witzige ist, dass Alex Eltern hier vor, keine Ahnung, 30, 25 Jahren auch schon einkaufen waren und es da genauso aussah. Ich schätze mal, das waren sogar die gleichen Schriftsegel, natürlich, die da hingen. Ja, die Besitzerin kommt aus Tirol, deswegen können wir uns auch gut verständigen. Das ist natürlich ganz praktisch, beziehungsweise man kann halt mehr kommunizieren als nur, was man da jetzt einkaufen möchte. So, und voll bepackt. Jetzt sitzt zurück, den guten Kilometer heimlaufen. Ja, die Kraxe ist auch voll bepackt. Das Kind wiegt auf einmal doppelt so viel gefühlt. Dabei sind es irgendwie 6 Pack Orecchiette-Nudeln. Das sind so typische von hier, so kleine Öhrchen-Nudeln irgendwie, können wir gleich mal zeigen. Die sind so lecker. Heute ist unser letzter Tag hier auf dem Campingplatz und Marie ist schon am Strand. Hat ein bisschen Strandtime gemacht. Ich habe mit unserem Sohn gespült und er macht jetzt einen Mittagsschlaf im Buggy, habe den vor den Strand geschoben. Und ich gehe jetzt kiten, deshalb habe ich hier auch meinen Neoprenanzug an. Bringe Marie hier jetzt noch kurz ein Teechen. Ich habe nämlich gesehen, hier steht auf die Thermoskanne. Und wenn man Marie eine Freude machen will, dann muss man ja einen Tee mitbringen. Ja, dann freut sie sich über alles. Hier ist noch ein bisschen drin. Ich weiß nicht, ob das schmeckt, wenn ich es einfach mit Wasser auffülle. Bestimmt. What is that you doing? Picture machen. Yeah, let's take a picture of Daddy, okay? Wir machen. Bye bye. Woohoo! Daddy's been a bug.
back. Goodbye. Also hier waren wir, Camping Village Oasi, bei Vieste, Gargano, in dieser Bucht. Und es war richtig, richtig, richtig schön und ich bin mir zu 100% sicher, dass wir nicht das letzte Mal hier waren. Aber halt nicht in der Hauptsaison. Also es haben so viele gesagt, da ist halt Highlife hier. Ja. Mit Animation und Schirmchen am Strand ohne Ende und so. Genau, wer das mag, dann auch in der Hauptsaison. Aber wer da nicht so draufsteht, ist in der Nebensaison hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ja, und ich glaube, dass dieser Campingplatz, auf dem wir da jetzt fahren, auch wirklich einer der ist, die so richtig lange noch offen haben. Also das wirklich komplett ausreizen, so haben wir es auch gehört. Und wir fahren hier jetzt an ganz vielen anderen vorbei. Die sind alle schon zu und die waren auch schon zu, als wir gekommen sind. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da vorher zu gucken, sonst sind wir ja auch nicht so die Bucher. Hatten aber, bevor wir hierher gefahren sind, doch mal geschaut und dann nämlich festgestellt, so viel gibt es ja gar nicht mehr. Ja, also nur damit man das auf dem Schirm hat. So, und jetzt tuckern wir langsam wieder gen Norden. Wir werden jetzt erstmal hier dieses Naturschutzgebiet verlassen. Das ist gar nicht so riesig, aber man braucht trotzdem 2 Stunden, bis man hier ungefähr raus ist. Und dann essen wir noch irgendwo was und fahren dann noch ein bisschen ungefähr bis nach Rimini, weil das dann so der letzte Ort ist, an dem man noch am Meer sein kann, bevor es dann ins Landesinnere geht. Und dann wollen wir da morgen vielleicht noch mal kurz ins Meer hüpfen und uns dann langsam auf den Heimweg machen. Das wäre Samstag irgendwann am frühen Mittag oder so zu Hause sind. We will see. Wir machen uns keinen Stress. Irgendwann am Samstag werden wir ankommen. Richtig schön hier auf jeden Fall. Und alles ist so mega, mega grün. Obwohl ja jetzt der ganze Sommer gerade war. Das finde ich so krass hier. Normal ist es irgendwie auch so Griechenland total verdorrt irgendwann. So gerade so Ende der Saison, ne? Genau, also nach dem Sommer halt. Und hier ist es irgendwie noch super grün alles und überhaupt nicht so, dass man denkt, hier gibt es nicht viel Wasser. Aber die Frau von der Ortafrutta hat gemeint, es hat super wenig geregnet und deshalb hatten die voll Probleme mit Melonen, glaube ich, und sowas, dass sie halt gut werden und nicht. Ja, stimmt, die sind von der Sonne völlig gekocht worden, hat sie gesagt. Ja, genau. Aber es sieht auf jeden Fall nicht aus, als hätte es hier wenig geregnet. Ich möchte ja nicht dauernd sagen, dass mich alles an Neuseeland erinnert, aber es erinnert mich halt schon auch einfach an Neuseeland hier. Weil irgendwie ist hier so nichts, außer jede Menge Wald und Grün. Und da unten ist eben die Bucht. Aber es ist halt ein ganz anderer Wald als in Neuseeland, oder? So von der Vegetation. Ja. Oder ein bisschen vielleicht auch Teneriffa? Ja, das ist tatsächlich, ja. Auf dem Teide, auf dem Vulkan. Ja, genau. Als wir da so hochgegurkt sind. Ja. Ich habe mir hier übrigens solche C-Bands zugelegt. Und trage die links und rechts jedenfalls. Falls ihr davon noch nicht gehört habt, das sind so Akupressurarmbänder. Kann man bestellen, aber auch in der Apotheke kaufen, die gegen Reiseübelkeit helfen sollen. Und ich kann es bestätigen, also bei mir hat es geholfen. Ich habe aber auch schon von vielen gehört, dass es bei ihnen nicht hilft. Also keine Ahnung, es ist vielleicht eine individuelle Sache, vielleicht auch wie stark man unter Reiseübelkeit leidet. Aber solche Serpentinen sind nicht so ganz mein Favorit. Ja, vor allem jetzt filmst du auch noch in den Serpentinen, das ist ja echt. Ja, jetzt filme ich in den Serpentinen. Aber ich habe ja vor kurzem auch meine Autofahrtechnik überarbeitet und festgestellt, es hilft auch einfach, wenn man den Bauch ein bisschen anspannt oder so die Körpermitte, nicht jetzt so hardcore alles anspannt, aber so ein bisschen, wenn man sich jetzt, also wie wenn man mal mitfährt, ne, also so wirklich lenkt, dann merkt man, du sitzt halt da eigentlich nicht wie so ein schlaffer Sack. Und wenn du ein bisschen mehr Körperspannung hast, dann, ich weiß nicht, also mir wird dann einfach nicht so übel. Vielleicht war das auch immer das Problem, dass ich immer mich habe einfach so zu sehr hin und her schmeißen lassen. Keine Ahnung, aber jetzt mit Kind, wenn ich öfter irgendwie was nach hinten geben muss oder mich umdrehen muss oder so mich gar nach hinten setzen und entertainen muss, da war halt auf den anderen Autofahrten sonst vorbei. Deswegen hatte ich mir die zugelegt. Bis jetzt approved. Könnt ihr es hören? Hört sich nicht so nach Italien mehr an. Ja, und zwar sind wir mittlerweile in der Schweiz. Wir sind auf dem Heimweg und machen hier gerade eine kleine Rast und kochen jetzt was. Und hier ist halt direkt so eine Kuhherde mit
Alle haben halt eine Glocke um den Hals. Und bei uns gibt es die besagten Orecchiette. Also das sind die Pasta, von denen wir vorhin geredet haben. Das ist so eine Spezialität aus Apulien. Und das sind die kleinen Paprika. Die sind auch von der Frau noch aus dem Obst- und Gemüseladen. Und die sollen sehr köstlich sein, wenn man die mit Knoblauch anbrät und dann noch ein paar frische Tomaten dazu. Das machen wir jetzt. Und da wir nur einen großen Topf haben und sonst noch ein paar kleinere, machen wir es jetzt so, dass wir erst da drin das alles anbraten. Dann tun wir die angebratenen Paprika und Tomaten und das ganze Öl und sowas irgendwie auf einen Teller oder in eine Schale. Kommen dann die Nudeln rein und nachher vermengen wir wieder alles. Und dann ist auch noch das Gute, dass wir nur eine Pfanne bzw. einen Topf zu spülen haben, weil das, finde ich, ist schon auch immer praktisch beim Campen, wenn man so wenig wie möglich Geschirr benötigt. Und so sieht jetzt die Köstlichkeit aus, beziehungsweise ich weiß noch nicht, ob es eine ist. Probier bitte. Riecht auf jeden Fall richtig gut. Das ist so eine verrückte Idee. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, so eine Soße zu machen. Du? Nee. Haar des Kochs. Ups. Von mir? Ich verliere keine Haare. Hast du die Paprika schon probiert? Knoblauchig, lecker. Gut. Ist auch aus ihrem eigenen Garten. Die schmeckt gar nicht mehr so oder grün. Garten. Wie roh. Also roh war sie sehr grün. Und jetzt schmeckt sie ein bisschen süß. Süßer. Sehr gut. Seit einer Woche sind wir jetzt wieder zurück und ich habe das Gefühl, in dieser einen Woche ist so viel passiert, dass sich der Urlaub direkt ganz weit weg anfühlt. Ich war gestern beim Friseur. Ich habe erstmal meine Sommerfrise wieder in meine Herbstfrise verwandelt. Irgendwie habe ich in meinen Fotos mal zurückgescrollt und gesehen, immer im Herbst lasse ich mir einmal die Haare wieder abschneiden. Ich habe so das Gefühl, das gehört für mich dazu, um den Sommer hinter mir zu lassen. Dann haben wir komplett unser Schlafzimmer aufgelöst, weil wir unser Bett und unsere Matratze Alex' Schwester mitgegeben haben und ihrem Mann. Und die waren eben gerade zu Besuch und deswegen musste das dann alles ziemlich schnell gehen. Ich hatte außerdem meinen letzten Drehtag mit Lidl und das Wochenende war auch wieder voll mit Maler-Shooting. Und was haben wir eigentlich noch gemacht? Ach ja, meine Nichte ist 2 geworden. Wie viel kann in einer Woche passieren? Ja, aber... Dann können wir es direkt euch noch erzählen. Jetzt am Donnerstag kommen bei Maler neue Herbst- und Winterstyles online. Wir haben einige gemütliche Teile dabei, zum Beispiel dieses Ding hier. Die Idee finde ich einfach so mega cool. Und ich glaube jetzt jedes Mal, wenn ich nochmal Husten haben sollte, der jetzt zum Glück wieder weg ist, werde ich das hier tragen, weil es so schön wärmt. Das ist einfach so ein Baumwollplüsch. Und kann man halt auch super unter Jacken zum Beispiel anziehen, gerade wenn man einfach nur so ein Longsleeve anhat. Das Gefühl hat, man braucht noch ein bisschen was. Aber jetzt auch nicht so was Riesengroßes, sondern es ist einfach so, ja, so ein Reinschlüpf-Ding. Apropos Baumwollplüsch, da haben wir aber auch noch dann diese Plüschjacke. Die haben wir in den Größen S bis XL. Und Alex könnte tatsächlich auch S tragen. Und XL ist dann einfach eindeutig weiter. Also die ist schon sehr oversized geschnitten, aber ich mag das gerne. Also bei solchen Sachen mag ich das gerne, dass man sich da so einkuscheln kann. Genauso auch wie das ganze Ding hier als Weste. Auch da von S bis XL. Und auch das ist ein Baumwollplüsch, also 80% Baumwolle. Das ist was man eigentlich auf dem Markt fast gar nicht findet, weil diese Plüschsachen eigentlich meistens aus Polyester sind. Und das Coole hier ist halt, dass man da drin nicht so schwitzt. Und halt auch nicht stinkt. Ne? Nur, dass ihr es auch schon mal gehört habt, wenn man solche Sachen wäscht, dann verändern sie sich natürlich ein bisschen. Eben dadurch, dass da kein Polyester oder nicht so viel Polyester mit drin ist, verändert sich die Optik so ein bisschen. Das wird so ein kleines bisschen bobbeliger. Auch das finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Ich mag das eher, weil das dann auch nicht mehr fusselt. Dann haben wir aber auch tolle Cardigans am Start. Zum Beispiel dieses Ding, falls ihr mir auf Instagram folgt. Da hatte ich das schon mal vor einer Weile im Lager gezeigt und mich sehr drauf gefreut, dass ich da so reinkuscheln kann. Wir haben auch neue Jogger-Sets. Einmal hier in so einem Beige-Ton und dann auch noch in Grün. Das ist dieser Reinschlupf-Überwurf, den ich gerade in Grün trage, nochmal in so einem... Beige-Ton. Wir haben hier ein Hemd aus Feinkord. Das trägt Alex richtig, richtig gerne. Das hat so eine Tasche auf der Brust. Genau, ich würde das eher mit einer Leggings oder sowas anziehen. Also ja, hier bekommt ihr schon mal einen kleinen Einblick. Oh, und eine Sache, die ist auch sehr cool geworden. Wir haben ja diese Bauchtasche, die hatten wir schon im letzten Jahr. Und auch die wird im besten Fall wieder gerestockt. Da warten wir gerade noch auf das beigefarbene Material. Aber wir haben sie noch in der zweiten Variante, in einer zweiten Farbkombination, und zwar in so einem
olivfarbenen Plüsch mit einer lila Tasche vorne drauf. Richtig cool. Ich mag diese Bauchtaschen so gerne. Da passt nämlich mega viel rein und man kann die sich einfach so umschmeißen. Und wir haben auch noch eine zweite Tasche. Das ist ein bisschen schwierig gerade so zu zeigen, aber da bekommt ihr schon mal eine grobe Idee. Ich meine, jetzt wenn nichts drin ist, ne, dann kann man sich das immer nicht ganz so gut vorstellen. Aber auch die Farbkombination mag ich wirklich gern. Wie immer bei unseren Launch-Tagen ab 18 Uhr sollte alles online sein. Es wird nach und nach online gestellt. Also bei manchen Sachen habt ihr auch schon ein bisschen früher Glück. Aber ab 18 Uhr ist dann wirklich alles da. Ich hoffe sehr, dass der Urlaubsvlog euch gefallen hat. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Es wird noch einen Vlog geben, weil wir haben ja angekündigt gehabt, dass wir nicht so genau wissen, wie es mit diesem Kanal weitergeht. Ganz genau wissen wir es immer noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall nochmal einen Vlog geben, weil wir euch noch ein paar Dinge zeigen wollten, auch hierzu am Haus und so weiter. Das ist irgendwie so doof, wenn man das so mittendrin abbricht. Und vielleicht haben wir bis da auch schon ein bisschen einen Plan. Wir hatten im Urlaub so ein bisschen die Gelegenheit, uns hin und wieder da Gedanken drüber zu machen, aber wollten unsere Köpfe auch ausschalten. Genau. Einmal seht ihr uns definitiv noch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Bis dann. Tschüss.